Winterweg. Der Winterweg war ein wahres Winterwunderland. Mit einem zugefrorenen Teich, Eiszapfen hingen von den Bäumen und überall im Winterweg standen Schneemänner. Viele Schneemänner. Es gab das Himmelslabor und die Kunstgalerie vom Schneehasen mit den allerschönsten Schneeflocken und Eisskulpturen in Schweinchen Hagels Garten. Alles war mit weißem, weichen Schnee bedeckt. Und es war kalt, winterkalt im Winterweg. Herr Frost kam aus seinem Haus. Der Schneehase war im Garten. Guten Morgen, Schneehase. Was hast du heute vor? Fragte Herr Frost. Morgen, Herr Frost. Ich mache heute frischen Schnee, sagte der Schneehase. Schweinchen Hagel kam die Straße runter, Einkaufstasche in der Hand. Guten Morgen, ihr zwei, sagte Schweinchen Hagel. Wo gehst du denn so früh schon hin? Fragte Herr Frost. Einkaufen für die Sonnenschildkröte. Sie will heute backen, sagte Schweinchen Hagel. Komm bald zurück, sagte der Schneehase. Wir planen eine Schneeballschlacht mit frischem Schnee. Keine Sorge, rief Schweinchen Hagel. Ich bin bald wieder da. Er hüpfte die Straße entlang. Willst du mir helfen, Herr Frost? Fragte der Schneehase. Na klar, das macht bestimmt Spaß, sagte Herr Frost. Er folgte dem Schneehasen ins Himmelslabor. Nach kurzer Zeit schoben die beiden einen großen roten Spielzeuglaster, hochvoll geladen mit Schnee, aus dem Labor. So toll und weiß, sagte der Schneehase. Ich liebe den Geruch von frischem Schnee, so frisch und eisig, sagte Herr Frost. Sie kippten den Schnee auf die Straße und verteilten ihn. Ich bin zurück. Zeit für eine Schneeballschlacht, rief Schweinchen Hagel und warf den ersten Schneeball. Toll, rief der Schneehase und hüpfte in den frischen Schnee. Hier, der ist für dich, rief Herr Frost und warf einen Schneeball zu Schweinchen Hagel. Ich will auch spielen, jaulte Mr. Wind. Sie hatten eine tolle Schneeballschlacht. Danach einen Mini-Schneekuh-Bauwettbewerb. Wunderschön, rief Schweinchen Hagel, so künstlerisch. Ich bin müde, sagte der Schneehase und setzte sich auf den Schlitten. Es wird wärmer, rief Herr Frost. Wie kommt's? Nein, nein. Uns ist es warm, weil wir rumgerannt sind, sagte Schweinchen Hagel. Es ist wärmer, sagte der Schneehase. Schaut euch die Eiszapfen an, die Tropfen.
Er nahm eine Handvoll Schnee und schnupperte daran. Unser Schnee schmilzt auch, rief er. Schweinchenhagel und Herr Frost berührten den Schnee. Er wurde zu Wasser. Meine Schneeflocken-Kunstgalerie, rief der Schneehase und rannte davon. Meine Eisskulpturen, jammerte Schweinchenhagel und rannte zu seinem Haus. Mein gefrorenes alles, sagte Herr Frost. Meine Güte, rief Mr. Wind. Schweinchenhagels Eisskulpturen tropften. Oh nein, schluchzte er. Die Schneeflocken in der Kunstgalerie schmolzen. Der Schneehase rannte umher und packte frisches Eis und Schnee darauf. Ich muss meine ganz besonderen Schneeflocken retten, rief er. Herr Frost stand vor seinem Haus und schaute den Winterweg runter. Die Eisbäume tropften. Das gefrorene Himmelsgras wurde grün und der Teich war nicht mehr zugefroren. Wo fange ich bloß mit dem Gefrieren an? Fragte er ratlos. Mr. Wind fegte die Himmelsstraße rauf. Hilfe, Hilfe! Der Winterweg schmilzt, rief er so laut er konnte. Blitzchen und Igelchen Donner kamen angerannt. Alles schmilzt? Fragte Blitzchen. Das gibt es doch gar nicht, sagte Igelchen Donner. Senior Regen und seine Regenwolken kamen. Wir waren es nicht, sagte er und schaute auf seine Regenwolken. Ihr habt damit nichts zu tun, oder? Die Regenwolken schüttelten den Kopf. Wir müssen was tun und das schnell, sagte Blitzchen. Warum wird es denn wärmer? Fragte Senior Regen. Boing, boing, boing. Babbo Nebel kam den Winterweg runtergehüpft. Es ist der Kuchen, es ist der Kuchen, rief er. Ein Kuchen schmilzt den Winterweg? Fragte Mr. Wind. Das ist aber sehr komisch. Ja, nein, nicht der Kuchen. Die Sonnenschildkröte hat gebacken. Deshalb schmilzt der Winterweg. Sie hat vergessen, den Backofen auszuschalten, sagte Babbo Nebel. Ist der Backofen jetzt aus? Fragte Blitzchen. Ja, alles ausgeschaltet. Keine Sorge, sagte Babbo Nebel. Bald wird es hier wieder richtig kalt. Herr Frost rannte umher, um alles wieder zu gefrieren. Mr. Wind half ihm. Hier, der Schneehund schmilzt, sagte er. Du musst ihn berühren. Und dort die Schneekuh. Schweinchenhagel schaute sich seine Eisskulpturen an. Mir gefallen die nun viel besser. Nun sind sie richtige Kunst. Der Schneehase machte mir Schnee, der im Winterweg verteilt wurde. Blitzchen und Igelchen Donner bauten eine neue Schneekatzenfamilie. Gefällt mir, rief Mr. Wind, als er vorbeifegte.
Die Sonnenschildkröte kam ganz langsam den Winterweg runter. Mit einem riesigen Schokoladenkuchen auf dem Rücken. Es tut mir so leid. Seid ihr alle okay? Fragte sie. Ja, es war Rettung in letzter Sekunde, sagte Herr Frost. Meine Eiskulpturen sehen nun so viel besser aus, sagte Schweinchen Hagel. Hier ist ein Kuchen als Entschuldigung, sagte die Sonnenschildkröte. Das ist aber nett, sagte der Schneehase. Vielen Dank, Sonnenschildkröte. Komm, lass uns essen. Oh ja, Kuchen essen, rief Mr. Wind. Super Idee, rief Babu Nebel. Ich liebe Schokoladenkuchen. Und Schneekühe mit Hut.